Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Snowboard hier aus der Jever Funschiale Neuss. Ich habe ein paar nette Übungen für euch vorbereitet und fahre schon den Berg hoch, um sie euch zu zeigen und wünsche euch viel Spaß dabei. Wir machen ein paar lustige Übungen zusammen und die Übungen tragen den Titel Dinge, die man normalerweise beim Snowboard nicht machen sollte. Und wir versuchen heute mal herauszufinden, was passiert eigentlich, wenn wir sie machen. Und die Übung Nummer 1 ist, versuchen mal so viel wie möglich mit den Armen zu rudern. Also los geht's. Normalerweise dürfte ich euch jetzt nicht verraten, was passiert bei der Übung, aber ich glaube, ihr habt es so ziemlich gesehen bei mir. Es wird sehr, sehr unstabil. Und wenn ihr das einmal ausprobiert habt, geht es jetzt natürlich darum, den Kontrast dazu zu sehen. Und das werde bedeuten, wir versuchen es mal so wenig wie möglich zu bewegen. Und die Übung nennt sich Zinnsoldat und die sieht dann so aus. In der Zinnsoldatenübung solltet ihr gemerkt haben, dass das Fahren leichter wird als in der Übung, wo wir mit den Armen gerudert haben. Ganz einfach ist es aber auch nicht, da wir ein bisschen Bewegung immer brauchen, um uns an dem Schnee anzugleichen, um uns unsere Fehler auszugleichen. Aber umso sauberer ihr fahrt, umso weniger Bewegung müsstet ihr bei der Übung machen. Und das ist natürlich dann auch die Aufgabe dazu. Jetzt machen wir weiter. Die nächste Sache, die man nicht machen sollte beim Fahren, was ich auch immer wieder predige, ist, sich zu weit nach hinten lehnen beim Fahren. Und machen wir das doch mal. Los geht's! Jawohl, gerade haben wir natürlich gesehen, das ist Mucks. Und das sollten wir auch eigentlich alle wissen, denn alle, die diesen Kanal verfolgen, wissen, man lehnt sich nicht beim Snowboard zu weit nach hinten. Das sorgt dafür, dass wir zu schnell werden und kontrolliert werden. Und auch wenn ich jetzt nicht zu schnell geworden bin, weil wir natürlich hier auf einer kontrollierten Strecke sind, war das total unkontrolliert. Und das wollen wir jetzt natürlich einmal andersrum machen. Das heißt, wir wollen viel zu weit nach vorne gehen und das sieht dann so aus. Okay, den letzten Fehler, den wir noch machen können in der Grundposition, ist, dass wir nicht aufrecht stehen. Und das wollen wir natürlich auch einmal ausprobieren. Das heißt, wir fahren einmal ganz gebückt und im Umkehrschluss danach eine Runde ganz gestreckt. Und los geht's. Hui! Ja, wie angekündigt, haben wir heute all die Sachen gemacht, die man normalerweise nicht machen darf und haben so einfach mal die Grundposition aufgeräumt und sowohl in das Negative als auch in das Überpositive gezogen. Das heißt einmal ins, so machen wir es falsch und so macht man es aber auch nicht ganz richtig. Es macht sehr viel Spaß, das mal auszuprobieren. Ich empfehle es auf jeden Fall. Und wenn ihr das gemacht habt, dann dürft ihr uns gerne davon berichten. Falls ihr mehr bei uns wissen wollt, Links dazu gibt es in der Videobeschreibung, und zwar einmal zu unserem Forum oder zu unserer Facebook-Seite oder zu Instagram. Da posten wir regelmäßig Sachen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann liked das Video doch einfach. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann nicht. Dann müsst ihr aber in die Kommentare schreiben, warum es euch nicht gefallen hat. Die Kommentarfunktion könnt ihr natürlich auch gerne benutzen, um uns Rückmeldungen zu geben oder Fragen zu stellen, die wir dann gerne beantworten. Und wenn ihr den Kanal abonniert, dann werdet ihr rechtzeitig informiert, wenn das nächste Video online kommt. Und dann sehen wir uns dann. Ciao.